Also die Abteilungen sind auch sehr froh, dann irgendwie einfach mal einen anderen Gedanken zu bekommen von jemandem, der da noch nicht so lange arbeitet, von jemandem, der vielleicht auch nicht so die fachliche Tiefe hat. Also gerade wenn man in der Forschung ist, arbeitet man viel mit Physikern zusammen. Einfach von einem Maschinenbauer, der nochmal eine andere Blickweise darauf bekommt. Also man ist dann natürlich in der engen Absprache mit seinem Betreuer und so entwickelt sich der Lösungsfindungsprozess. Aber man ist da ziemlich tief eingebunden in der Lösungsfindung. Meine Praxisphase ist persönlich und meine Praxisphase ist lehrreich.